Die 1000 Kilometer Challenge wird euch präsentiert von Einfach Stromladen, Maingau Energie, meiner Ladekarte und Ladechip. Willkommen heute, 1000 Kilometer Challenge mit dem Kia EV6. Das Ganze heckangetrieben und mit 77,4 Kilowattstunden. Bin noch mal richtig gespannt, was er heute an Performance abliefert auf 1000 Kilometer. Ich hatte jetzt Hypermiling schon gemacht, Verbrauchsfahrt ist auch schon abgedreht und jetzt Ladevideo gestern Abend noch abgedreht. Also jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Mal schauen, was der Kia bringt, was er uns zeigt heute. Ich bin schon richtig gespannt und ihr wisst ja, es wird richtig gut. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir gehen mal kurz rüber und schauen, wie weit das Auto aufgeladen ist. Da ist das Fahrzeug hier in Schwarz. Sieht natürlich klasse aus. Schaut euch mal die Front hier vorne an. Richtig brachial. Und hier jetzt das Ganze vom Autohaus Raab in Weiden. Das habe ich jetzt 3 Tage bekommen. Da kann ich richtig durchtesten. Und er hat jetzt auch die 20 Zoll hier drauf mit 255 45 R20. Also es sind die großen Reifen, die sind auch optional bestellbar. Und aktuell ist das Fahrzeug jetzt voll, also 100%. Und wir können dann gleich loslegen. Ich habe jetzt noch 5 Kilowattstunden nachgeladen. Und in Schwarz, muss ich sagen, kommt das Heck gar nicht so gewaltig raus. Ich dachte, dieser Bogen jetzt hier oben, den ihr hier seht, dass der relativ schwierig ist. Nein, der kommt echt schön rüber. Also in Schwarz gehalten. Und wir schauen uns das Ganze noch mal im Profil an. Von vorne. Und er wirkt schon richtig elegant, sportlich. Schaut euch mal das an, richtig gut. Im Eco-Modus fahren. Hat jetzt nicht großen Vorteil gegenüber dem Normalmodus, aber es hat sich bewährt auf der langen Strecke, dass es durchaus etwas sparsamer ist. Und deswegen fahre ich jetzt das Ganze im Eco-Modus. Rekuperationsstufe 1, Akku jetzt hier unten auf 100%. Das seht ihr auch hier nochmal. Ich zoome euch das mal kurz nochmal ran. Haben wir hier 100%. Wir haben jetzt 16:59 Uhr. Wir legen schon mal den Gang ein, machen die Lüftung etwas an. Oh, 2, denke ich. So, alles zurück ist 437 Kilometer Schätzwert, gibt er mir hier an. Ich stelle noch mal zurück, weil das eine Minute ist. Jetzt. So, 16:59 Uhr. Ich bleibe auf der Uhrzeit. Wir starten wieder Punkt 17 Uhr. Die 1000 Kilometer Challenge des Kia EV6, der große Akku, Heckantrieb, kein Allrad. Große 20 Zoll und 17 Uhr und wir starten. So, ein bisschen die Strecke noch mitfilmen. Da kommt hier keiner. Jawohl, können wir rausfahren. So, ist frei. Da haben wir mittlerweile. So, es geht jetzt hier auf die. Nach 200 Metern den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A3 Richtung U56A Nürnberg zu nehmen. Den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A3 zu nehmen. Film jetzt doch mal ein bisschen mit. Wie gesagt, hier alles zurückgesetzt. 800 Meter folgen. Akku stand 100%, Außentemperatur 13 Grad, Punkt 17 Uhr gestartet, jetzt hier wieder an dem Schnelllader in Berg. Das hat sich also so ergeben, das ist ein guter Startpunkt. Wir schauen uns mal kurz die Strecke an. Wir fahren hier in Berg los, Richtung Nürnberg geht's hier, dann geht's runter Richtung Ingolstadt, von Ingolstadt nach München, dann rüber Richtung Augsburg, Augsburg Richtung Ulm, dann geht's hier die A7 hoch, Richtung Würzburg, dann Richtung Fulda, dann hier rüber Richtung Erfurt, von Erfurt dann auf die A9 Richtung Bayreuth und von Bayreuth wieder Richtung Nürnberg und dann Richtung Regensburg. Hier kommen wir dann an mit rund 1000 Kilometer. Lasst euch ein bisschen mitfahren. Ich werde jetzt ungefähr zwischen 150 und 160 fahren. Die erste Strecke ist 230 Kilometer rund. Okay.
Ja, angekommen in Augsburg, hat wunderbar geklappt. Waren einige Baustellen jetzt hier auf der A9. Jetzt hier Richtung Augsburg hat es wieder wunderbar geklappt. Wir haben hier einige, die schon laden. Ich stehe ein bisschen scheps, sorry, weil der Porsche steht auch nicht ganz sauber. Aber wir haben alle Ladesäule gefunden. Ich bin ja dann gleich wieder weg. Wir schauen uns mal aktuell an, wie schnell das Fahrzeug lädt. So, da haben wir das Fahrzeug. Gehen wir mal hier an die Ladesäule. Was gibt er uns aktuell? Er gibt uns 196 kW bei 24%. Das ist genau das, was ich beim Ladevideo rausbekommen habe, dass er dann ab dem Punkt, ab 17%, dann eben erst die relativ schnelle Geschwindigkeit dann auch gibt. Hier 6 Kilowattstunden reingeladen und das passt soweit alles. Wir laufen einmal um das Auto rum. Das hier, ich stehe also wirklich scheps, total blöd jetzt. Aber hier ist echt schön. Wir haben jetzt hier gegenüber einen Porsche und dann auch nochmal ein Q4 aktuell. Und wir gehen mal rein und schauen uns das Ergebnis an. So, was haben wir denn hier? Mal kurz einblenden. Den Stand. So, wir haben jetzt 222 Kilometer gefahren, ein Durchschnitt von 27,6 Kilowattstunden, 1 Stunde 41 sind wir unterwegs und der Akkustand war jetzt unter 20%. Gut, lasse ich euch noch mal ein bisschen hier drauf. Wie gesagt, 198 kW. So, dann denke ich, seid ihr mal so weit informiert. Dann geht es dann gleich weiter. So, angekommen in Ohrenbach, jetzt hier mit 13%. Habe ein bisschen mehr gebraucht, ist jetzt doch relativ starker Wind. Ich habe Seitenwind gehabt, ich wollte eigentlich mit 16% angekommen. Das habe ich nicht ganz geschafft, habe jetzt hier etwas mehr benötigt. Und soweit läuft alles ganz gut. Ich habe eine Ladestation jetzt ausgelassen. Das machen wir jetzt dann wieder. Ich lade jetzt wieder so knapp 80% und dann geht es weiter an die nächste Station. Wir schauen uns mal die Ladeleistung an, aktuell. Er fährt jetzt hier bei 16%. Er würde jetzt dann bei 17-18% geht er dann gleich wieder auf die 195. Genau, jetzt hier schon bei 16%. Also da bin ich jetzt 2% etwas früher reingekommen. Das macht aber nichts. Seht ihr ja hier, eine Minute verloren. Also das ist okay. Jetzt lädt er aktuell wieder mit 195 kW. Ja, ich bin hier in Ohrenbach. Wie gesagt, sind 4 Ladesäulen jetzt hier von Ionity. Die funktionieren auch alle, sind alle grün. Und hier ist also relativ wenig los. Und ihr seht jetzt auch wenig, weil das Fahrzeug ist jetzt hier in schwarz gehalten. Da sieht man natürlich weniger vom Fahrzeug. Ja, wir sehen uns natürlich jetzt auch nochmal das Ergebnis innen im Fahrzeug an. Das interessiert euch doch, glaube ich, durchaus. Gehen wir mal kurz ins Ergebnis rein. So, ich zoome euch mal ein bisschen ran. Und zwar haben wir 410 Kilometer bereits geschafft. Ein Durchschnittsverbrauch von 27,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir schauen uns mal die Ladeleistung noch hier an. Er lädt jetzt schön hier mit 197. Das passt. Mal die Heizung ein bisschen runterdrehen. Nee, das läuft also alles ganz gut. Es ist sehr dunkel hier. Ich kann euch auch nicht viel zeigen vom Fahrzeug. Aktuell sind wir bei 95 Kilometer, was er
Außentemperatur 14 Grad und mehr gibt es jetzt eigentlich hier nicht zu zeigen. Driver Only habe ich noch eingestellt, fahre ich eigentlich immer sehr gerne, was durchaus ein bisschen sparsamer ist. Ansonsten hier mit dem schönen blauen LED-Band, ich kann euch jetzt hier einfach auch nicht mehr zeigen, weil es dunkel ist. Okay, dann sehen wir uns dann an der nächsten Ladestation wieder. Soweit so gut. Wir sind in Schwabhausen angekommen, hat bisher keine Probleme gegeben. Eine Ladesäule hat jetzt in Kirchheim nicht funktioniert, die war aber auch ausgewiesen jetzt hier und ansonsten bisher Fahrzeug hält. Auch die Versprechungen wie beim IONIQ 5 hat jetzt keinerlei Probleme, dass irgendwie die Ladeleistung nach unten fällt. Nein, sondern er zieht sauber durch. Ich bin jetzt hier wieder mit 14% angekommen. Das ist so für mich der beste Punkt, 14-15%. Dann habe ich gleich die 200. Weiter runter würde ich das Auto nicht fahren. Lädt er einfach nur mit 110, 120, macht in meinen Augen keinen Sinn. Kann man machen, wenn man eine lange Strecke fährt. Aber wenn man hier jetzt relativ zügig am Urlaubsort, Urlaubsziel ankommen möchte, fährt man halt dann auch nur bis 14-15% Akkukapazität. Ja, wir gehen mal rüber. Schauen uns mal die Ladeleistung an. So, wir haben aktuell 228 kW, 36% und haben schon 18 Kilowatt reingeladen und laden aktuell 5 Minuten. Schauen uns mal das Auto noch ein bisschen an. Wir gehen dann auch noch mal innen rein. Also hier echt schönes Heck. Vielleicht jetzt auch noch mal die Lichter. Ist auch immer ganz hübsch zu sehen. Und aus Weiden das Fahrzeug vom Autohaus Raab, die mir das jetzt für 3 Tage gestellt haben. Und ich finde das Licht richtig schön hinten. Also das muss ich sagen, toller Griff in die Designkiste. Vorne ähnlich haben wir auch schönes Design, schön sportlich vorne. Also hier ist einfach ein bisschen mehr runtergezogen wie beim IONIQ 5. Aber wie gesagt, ist jetzt immer Geschmackssache. Den einen gefällt so, den anderen so. Und vorne, er macht nicht einmal vorne die Lüftungsklappen auf. Der Lüfter an sich ist jetzt auch nicht an, obwohl ich wirklich recht schnell gefahren bin, jetzt über 170, 180 km/h. Und auch das Licht, wie gesagt, könnte ein Tick besser sein von der Ausleuchtung her. Sieht man jetzt hier auch nochmal die Ausleuchtung an sich. Ja, wie gesagt, im Verhältnis zum Model Y fällt hier das Licht etwas nach unten. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder in Schleiz. Da werde ich nicht filmen und die letzte Ladestation ist dann Himmelkron. Hier werde ich dann final dann nochmal laden, werde euch auch das Ergebnis nochmal zeigen, beziehungsweise gehen wir nochmal rüber und schauen uns das Ergebnis an. Das wäre doch ganz interessant, denke ich, für euch. So, was haben wir denn aktuell? Ich zoome euch mal ein bisschen ran. So, wir haben aktuell 686,5 Kilometer, einen Durchschnittsverbrauch von 28,5, reine Fahrzeit 5 Stunden 28 und die Uhrzeit ist jetzt aktuell hier oben mit 23.29 Uhr gestartet um 17 Uhr. Somit sind wir unterwegs 6 Stunden 29. Okay, hat jetzt 146 Kilometer reingeladen, Außentemperatur immer noch 14 Grad. Gut, dann seid ihr mal soweit informiert. Wir kommen in Himmelkron, jetzt hier mit 875 Kilometer bereits gefahren. Wir brauchen jetzt noch 125 Kilometer. Ich bin jetzt hier wieder an einer Ionity-Ladestation, lädt also richtig gut. Wagen ist jetzt auch schön warm. Ich konnte jetzt 175 fahren, Straßen waren frei. Und soweit läuft alles gut. Keine besonderen Vorfälle jetzt heute. Und ich werde euch mal jetzt das Ergebnis zeigen. Und zwar zoomen wir mal ein bisschen ran. Wir haben also aktuell 875,3 Kilometer. Ein Durchschnitt von 30,2, der ist jetzt auch ein bisschen raufgegangen, weil natürlich Gegenwind war und ich auch die Geschwindigkeit etwas erhöht habe. Reine Fahrzeit rund 7 Stunden und laden tut er aktuell mit 198 kW bei 39%. Jetzt 40%. Außentemperatur haben wir aktuell 9 Grad und die Uhrzeit 1 Uhr und
21, immer hier drauf, so ein bisschen heller haben. 1.21 Uhr, somit sind wir 8 Stunden und 21 Minuten unterwegs. Gestartet sind wir ja um 17 Uhr in Berg. Da fahren wir jetzt dann auch wieder hin an die Ladestation. Und 110 Kilometer haben wir bereits reingeladen, 42%. Ich kann jetzt durchaus mit 0 bzw. 1% ankommen, weil da ist ja dann auch gleich eine Ladestation. Also das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Ja, das ist einmal von meiner Seite. Temperatur vielleicht für den einen oder anderen noch interessant. Ich stelle jetzt hier 18,5 ein. Mir ist es eigentlich gar nicht so kalt. Driver only, Heizung ist an. Ab und zu mal die Sitzheizung, Lenkradheizung und mehr brauche ich eigentlich nicht. Finale seid ihr natürlich dabei. Ich werde das Ergebnis dann kurz vor den Tausendern euch dann auch mitteilen. Zum einen im Livestream und jetzt dann über die Kamera machen wir einen kurzen Zusammenschnitt und dann bleibt auf jeden Fall dran. Es wird wieder spannend. 985 Kilometer. 8% im Akku haben wir noch und Uhrzeit 2 Uhr. Und 16. Somit sind wir unterwegs 9 Stunden und 16 Minuten und wir brauchen noch 15 Kilometer. Ich fahre jetzt 156, habe noch 18 Kilometer Restreichweite und 14 brauche ich. Ich muss dann noch ein bisschen zurückfahren. Da kann man natürlich die Geschwindigkeit dann reduzieren. Schneller fahre ich jetzt mal nicht. Jetzt seht ihr links dann Restreichweite noch 17 Kilometer. Lasst euch jetzt einfach mal drauf. Außentemperatur 8 Grad. Und wir werden wahrscheinlich den Altdorf nur einmal wenden müssen. Und noch mal ein bisschen hoch. 160. So, 988. Immer noch 6% und links seht ihr im Akku noch 11 Kilometer. Wieder Akkuladung gering. Sorry, muss bloß schnell wegschalten. Jetzt mal noch einmal wenden in Altdorf und dann haben wir es gleich. So, jetzt hier einmal wenden. Hier seht ihr Altdorf. Ich mache ein bisschen groß zoomen wieder. Jetzt, da geht es dann raus. So, 993. Wir fahren jetzt hier einmal runter. Altdorf. Das ist also keine Ampel. Aber eine Maus. Das ist alles frei. Akkustand 4%. 10 Kilometer haben wir noch. Wir brauchen aber bloß noch 7. Und dann kann ich die Geschwindigkeit dann auch rausnehmen. So, hier ist auch frei.
So, ich zoome euch mal wieder ran. Ich denke, so passt's. Jetzt noch einmal hier auf die Regensburger Autobahn. So, das ist meine Tasche hinten. So, gleich haben wir 994. Die Kurven sind heftig. So, wir fahren noch wieder drauf. Akkustand 3%. Knappe 6 Kilometer brauchen wir noch. Geschwindigkeit muss ich jetzt ein bisschen anpassen. Es geht jetzt hier leicht bergab. Dann auch noch an die Ladesäule. 995.996, 5 Kilometer Reichweite noch, 2%. Und ich bin noch, naja, 7 Kilometer von der Ladesäule. Ich kann ja dann schön reinrollen. Geschwindigkeit muss ich natürlich jetzt ein bisschen reduzieren. So. Neun, neun, sieben. Der fährt ganz gut hier. 998. Das ist jetzt ein Baustellenstück. Akkustand 2%, 5 Kilometer zeigt er mir noch an. Hier ist 80. Fahren wir natürlich auch langsamer. Neun, neun, neun. Neun, neun, eins. Neun, 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 zwei. Neun, 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 drei. Neun, 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 vier. Neun, 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 fünf. Neun, 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 sechs. 9997 9998 9999 1000 2 Uhr und 24. Somit haben wir gebraucht 9 Stunden und 24 für den Kia. Ein super Ergebnis. Ich muss jetzt auch langsam tun, weil ich habe noch 1%. Ich muss mal die Geschwindigkeit rausnehmen. Ich habe jetzt noch ja, gute 3-4 Kilometer an die Ladesäule. 9 Stunden und 24, ein super Ergebnis. Ich muss weiter die Geschwindigkeit rausnehmen. Ich habe noch ein paar Kilometer. 3 zeigt er mir hier noch an und 4,5 sind es noch an die Ladesäule. Was macht man da? Geschwindigkeit reduzieren. Und dann schafft man es auch. Ich habe jetzt die 1000 sind voll. Verbrauch 31,3. Reine Fahrzeit 7 Stunden 49. Also er hat sich sehr wenig an der Ladesäule Zeit auch genommen. Also das ist echt eine tolle Sache. Und
dann mache ich mal hier das Video Schluss und mache ein kurzes Fazit später noch, sorry. Und dann verabschiede ich mich noch von der Live-Community. Was für ein tolles Ergebnis für den Kia EV6. Und es hat riesen Spaß gemacht, auf Langstrecke ein Elektroauto zu fahren. Boah, das war vor Jahren eigentlich undenkbar. Mittlerweile ist es echt möglich, mit diesen Möglichkeiten, was wir haben, mit den Schnellladen, mit den ausgereiften Akkus, was es mittlerweile gibt, ist es echt einfach geworden. Und ihr habt dann auch Assistenzsysteme, die mir immer weitergeholfen haben über die lange Distanz. Und es ist jetzt echt schade, dass ich das Fahrzeug wieder nach Weiden fahren musste. Mir hat so enorm viel Spaß gemacht und das Auto gefällt mir schon richtig gut. Und das Ergebnis spricht auch für sich. Ich denke mal, wir werden uns jetzt mal die Daten ein bisschen anschauen. Ich habe das mal ein bisschen aufgeschlüsselt und habe dann auch ein paar andere Daten noch mit reingebracht. Verbrennerdaten, dass wir das ein bisschen vergleichen können von der Zeit. Und das schaut euch jetzt mal an. Vergleichstabelle 1000 Kilometer Challenge mit dem Kia EV6 mit der 77,4 Kilowattstunden Batterie. Das Fahrzeug benötigte 9 Stunden und 24 Minuten. Durchschnittstemperatur lag bei 11 Grad. Das Ganze jetzt hier auf Sommerreifen im Monat Oktober. Es war trocken draußen. Reifendruck wie gehabt 3,0 bar und der durchschnittliche Verbrauch pro Kilowattstunde auf 100 Kilometer beläuft sich auf 31,3 Kilowattstunden. Das Ganze bin ich alleine gefahren. Eine Ladesäule war defekt, gleich auf die andere rüber gewechselt und dann hat das Laden wunderbar funktioniert. Folgende Ladestopps wurden vorgenommen. In Augsburg habe ich 17 Minuten geladen, das Ganze bei Ionity. Der zweite Ladestopp war in Ohrenbach. Hier habe ich 20 Minuten geladen, auch bei Ionity. Der dritte Ladestopp war in Kirchheim. Da habe ich 11 Minuten geladen. Das Ganze auch wieder an Ionity. Der vierte Ladepunkt war Schwabhausen. Hier habe ich 16 Minuten geladen, auch wieder bei Ionity. In Schleiz 11 Minuten bei Allego und in Himmelkron letzte Mal 13 Minuten bei Ionity. So, insgesamt haben wir 6 Ladestopps für den Kia EV6 benötigt. Das Ganze mit einer Ladezeit von 88 Minuten. Wir haben eine reine Fahren ohne Laden, haben wir 7 Stunden und 48 Minuten. Gebraucht haben wir aber insgesamt 9 Stunden und 24 Minuten. Das Fahren insgesamt. Somit haben wir zusätzlich 8 Minuten für An- und Abstecken, ergibt sich dann 96 Minuten Standzeit. So, wenn wir das Ganze jetzt uns mal anschauen, und zwar habe ich das jetzt mal ins Verhältnis gesetzt. Im Schnitt in Deutschland 10 Minuten je Tankvorgang, beim Verbrenner im Durchschnitt in Deutschland bei dreimal tanken auf 1000 Kilometer wären dann 30 Minuten. So, bei dieser Challenge jetzt hier mit dem Kia EV6 haben wir gefahren eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 106 km/h. Es ist jetzt aber inklusive Laden selbstverständlich und eine Standzeit beim Elektroauto von 96 Minuten. Somit Ergebnis. Letztendlich haben wir nur 66 Minuten länger sind wir unterwegs mit einem Elektroauto, in dem Fall jetzt mit dem Kia EV6 im Vergleich zum Verbrenner. Also ihr seht, es ist überhaupt nicht mehr ein Argument, wenn ich eine Stunde länger brauche für 1000 Kilometer. Ich mache mal ganz kurz ein paar Stops, das sind jetzt hier 6 Stops, beim anderen haben wir 3 Stops. Also ich finde, das ist im Jahr 2021, wir sind jetzt kurz vor 2022, überhaupt kein Argument mehr, eine Stunde länger für 1000 Kilometer ist für mich kein Karaoke-Term für ein Elektroauto. Eine Zeit 9 Stunden 24. Wir sind nur rund 20 Minuten langsamer wie ein Porsche Taycan. Ein Fahrzeug, was natürlich in einer ganz anderen Performance-Ebene arbeitet, kann man natürlich jetzt mit dem Kia nicht vergleichen. Aber wenn ihr überlegt, 20 Minuten nur langsamer wie ein Porsche, das ist schon enorm, was das Auto hier uns abgeliefert hat. Und ich kann nur sagen, Daumen hoch für Kia. Und was die hier uns gezeigt haben mit dem Fahrzeug, es hat so viel Spaß gemacht. Die Ladesäulen haben alle funktioniert. Eine einzige war defekt, das habe ich euch ja benannt. Aber ansonsten hat alles funktioniert und mit den ganzen Helferlein, was man da war, ob das Spurhalteassistent ist, ob das der Tempomat ist, ab wenn vor euch einer bremst, die Schildererkennung. Es wird euch ja wirklich einfach gemacht. Plan die Strecke einfach ein bisschen vorher. Fahrzeuge, klar, es gibt Fahrzeuge, die planen eure Strecke für euch. Das macht der Tesla zum Beispiel. Ich sitze jetzt hier in meinem Tesla, da gebe ich ein Ziel ein. Das ist bei Kia halt noch nicht optimal. Die Ladesäulen zeigt er euch an.
durchaus, aber er macht noch keine Ladeplanung. Also an Kia da draußen, das muss noch in ein System, in ein modernes Elektroauto integriert werden. Man gibt ein Ziel ein, ich sage jetzt einfach mal Wien nach Österreich, und die Ladesäulen müssen mir angezeigt werden. Zum Beispiel, wie ich dann fahren muss, wie lange ich da laden muss, und die komplette Strecke muss euch aufgezeigt werden. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ansonsten, das Fahrzeug hat kaum eine Schwäche, ist auf Langstrecke wirklich jetzt absolut einer der besten Fahrzeuge auf dem Markt. Das zeigt der Test ja auch, und es sieht auch toll aus. Also man ist da wirklich auch aufgefallen, und Kia ist da wirklich ein großer Wurf gelungen. Und jetzt müsst ihr natürlich da draußen entscheiden, ist das Auto für euch das Richtige. Ich für meinen Part muss sagen, tolles Auto, mir hat es riesen Spaß gemacht. Nochmal danke an das Autohaus Raab in Weiden, die mir das Fahrzeug jetzt echt 3 Tage zur Verfügung gestellt haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber dann kann man auch viele, viele Tests machen. Jetzt kommt Hypermiling, kommt noch, das habe ich auch schon abgedreht. Mit dem Ergebnis entlasse ich euch jetzt in die Nacht. Es ist jetzt hier 19 Uhr. Ich bin soweit durch, wir essen jetzt gleich, und wenn euch das Video gefallen hat, könnt mich gerne abonnieren, hilft mir immer weiter. Ihr könnt mir natürlich auch einen Daumen nach oben geben, hilft auch für den Algorithmus. Ansonsten will ich nicht so viel labern. Ich sage bis zum nächsten Mal, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und dann macht's gut. Bye, bye.